Willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. So, spannend, spannend, oder? Ich nehme jetzt mit meinem anderen Kopfhörern auf. Ich habe keine Ahnung. Lass mich mal hier ein bisschen rumfummeln. Ich muss, glaube ich, ein bisschen die Ausgabe lauter machen. So, ja, neue, andere Kopfhörer. Das sind jetzt meine eigentlichen Bluetooth-Kopfhörer, die man auch mit Kabel verbinden kann. Und im ersten Moment muss ich sagen, die sind gemütlicher. Tatsächlich, die sind gemütlicher. Die drücken oben nicht auf dem Schädel, was die anderen machen. Dafür drücken die ein bisschen auf dem Ohr. Alles nicht so alles nicht so optimal. Einen Moment bitte. Moment, ein bisschen nach links lenken. So. Also, jetzt habe ich mein Ohr ein bisschen eingepackt. Ja, mit den anderen Kopfhörern habe ich das Problem, dass ich immer oben auf dem Kopf, also auf der Schädeldecke, irgendwie Schmerzen bekomme. Ist irgendwie alles nicht so optimal. Nee. Shit. Ich will mich nicht mit Jackie treffen. Hallo Jackie. Tschö. Ah, shit. Aber es ist gar nicht so weit weg. Okay. Wir wollen uns ja erst mit der Stroud treffen. Ganz vergessen. Da kam man aber auch mit dem Auto ziemlich cool hin eigentlich. Oh. Meredith Stroud. Militech-Wache. Okay. Kann man der trauen? Achtung, Leute. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Du Schlampe, denkst du kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Hast du noch was zu sagen? Beruhige dich, verdammt! Ich will nur reden! Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig! Jetzt beantwortest du meine Frage. Wahrheitsgemäß, direkt. Bist du alleine hier? Ich sag dir, wer alleine ist. Du! Ohne den Transport bist du erledigt. Und kein Schwein wird dir helfen. Kein Wort mehr. Geht nachsehen. Sofort. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Hab keine Verbindungen zu Militech. Nada. Ist wahr. Woher zur Hölle weißt du dann so viel? Alle Konzerne folgen denselben Regeln. Ich kenne das Spiel auswendig. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen, aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bring die zum Schweigen. Lass mich sofort gehen, sonst... Sie könnt ihr loslassen. Wir wissen, was sie zu sagen hat. Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine Scheißfresse. Was willst du? Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnt ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut, zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Agieren bei Militech alle so dezent wie du? Da ist ein Virus auf dem Chip, ganz klar. Das stimmt. Wenn was schiefläuft, werde ich durchlöchert wie ein Sieb, nicht du. Zeit mit offenen Karten zu spielen. Was ist da drauf?
Spionage-Malware. Verfolgt Finanzbewegungen. Nichts, worüber du dir Gedanken machen musst. Klingt zumutbar. Bin dabei. Manche Splitter, die du in der Welt findest, erhalten hinter Datenverschlüsselung verborgene Informationen. Um einen Splitter zu untersuchen, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach Erhalt öffnen oder ihn später im Tab Splitter in deinem Journal im Hauptmenü auswählen. Wähle den Sicherheitshacken, um an die Geheimnisse des Splitters zu gelangen. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Aber versuch. Oh. Sicherheitshacken, direkt vor ihren Augen. Erstellt eine Kopie des Demons. Malware neutralisieren. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte die Malware nicht neutralisieren, da ich gegen Maelstrom bin. BD. BD. FF. 55. Wir kommen auch gar nicht weiter tatsächlich. Oder? Wir könnten 1C. E9. Wir könnten die Malware entfernen. Bin ich für Militech? Ich weiß es nicht, eigentlich nicht, oder? Aber bin ich gegen Militech oder ist es mir egal? Ich bin eher für Militech als für Maelstrom, oder? Mich zu ficken und Eigentum für Militech. Unautorisierter Zugriff streng verboten. Wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Du machst einen Fehler! Die Schlampe ist schon so gut wie tot! Und sie wird dich mit runterhalten! Das ist wie mit Knight Rider, ne? Ich sag's euch. Mit dem Auto, das ist wie mit Knight Rider. Der ist immer da, der Wagen. Okay, also wir sollen jetzt mit dem Chip bezahlen. Das ist natürlich jetzt so eine Sache. Dann infizieren wir Maelstrom mit dem Virus. Wenn das mal gut geht, ja? Also Interesse halber, was ist hier hinten? Geht's hier irgendwie runter ins Wasser wahrscheinlich, ne? Unschön. Arasaka. Okay, gut. Wir machen die Übergabe. Machen wir die Aufgabe hinterher. Ja, da hoch komme ich nicht. Ich kann aber hier reinfahren. Die Tunnel sind ein bisschen beengt, oder? Ich fand die auch mega creepy. Wow. So, um die Ecke. So, jetzt können wir Jackie treffen und jetzt können wir die Übergabe organisieren. Denn nochmal, Dex hat bereits 10.000 Eddies für den Roboter bezahlt. Oh. Das heißt, eigentlich müssen wir gar nichts mehr dafür bezahlen. Okay, eins zu früh. Eins zu spät. Mein Gott, wo fahre ich denn? Ah. So. Ne, ich fahre lieber ein echtes Auto. Okay, Jackie. Oh je, oh je. Ah, da ist ein Überfall. Den können wir noch schnell machen. Das sind jetzt auch gar nicht mal so mega viele, oder? Es sind schon viele, aber das müssten wir eigentlich hinbekommen. Gut, das war Stroud. Das war eine von Militech.
Oh mein Gott. Alter. Okay, der ist tot. Ich wollte das Gespräch doch hören. Nein. Okay. Ja, okay. So viel zu dem Überfall hier. Hey, schicke Schuhe. Mission abgeschlossen. Achtung, brennbares Material. 100 Gasflaschen mit Dickstoffmonoxid fürs Lagerhaus. Aber Vorsicht, erhöhtes Brandrisiko wegen Verschleiß. Geil. Hier hoch und hier hoch. Geil, Komponenten. Her damit. Und dann haben wir hier nochmal was zum Verlinken. Und da können wir nochmal ein paar Daten, beziehungsweise ein paar Eddies klauen. Na gut. Kann ich das Auto klauen? Beziehungsweise, wie kann ich den Autos zur Werkstatt hinzufügen? Weil das ist ja auch ganz cool, oder? Wenn ich damit überhaupt mal über die Leichen fahren könnte hier. Oh Mann. Wisst ihr was? Vergesst es einfach. Wir gehen lieber zu Fuß. Okay, soviel zu dem Überfall. Dann jetzt aber auf zu Jackie. Ich glaube, hier kommen wir eh nicht durch, wenn ich mich richtig erinnere, weil das Tor hier nicht aufgeht. Dann müssen wir eh zu Fuß gehen. Aber okay, dann haben wir jetzt 10.000 Euro-Dollars von ihr bekommen auf einem infizierten Datenchip, mit dem wir theoretisch Maelstroms ganzes Netzwerk mit einer Malware infizieren könnten. Wir haben den jetzt nicht weggemacht, den Virus, weil ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich stelle mir die Frage, ist das wirklich schlecht, wenn wir jetzt Maelstroms Finanzwege veröffentlichen? Einzige Gefahr ist natürlich, dass sie es rausfinden. Und wir dann nachher eben der Betrüger, der Verräter sind, der da hinkommt und denen ihre Daten klauen will. Es wäre natürlich besser, wenn die das nicht herausfinden würden, solange wir in deren Nähe sind. Wir schauen mal. Warte mal eben, Jackie. Ich habe gerade eine Idee. Wenn hier eh ein Händler ist, kann ich mir ihn verkaufen. Junk verkaufen. Yo, oh. Okay, Jackie! Vaya por fin! Lass hören, was du rausgeholt hast. Wartest du schon lange? Meine Madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also? Gibt es ein Lebenszeichen von T-Bug? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich, haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt.
Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ich hole. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Wir kaufen den Bot ab, also nochmal, hä? Militech und ich sind uns einig geworden. Sie übernehmen die Kosten für den Bot. Echt schade um das ganze Geld. Vergiss es, Jack. Das hat nie uns gehört. Und wer weiß, ob der Deal überhaupt zustande kommt. Außerdem ist der Cratchip infiziert. Na geil. Wenn die Maelstromer das herausfinden, liegen wir blutend am Boden. Sollten sie vielleicht warnen. Ihnen sagen, dass wir dreckiges Geld anbringen? Das wird sie richtig abfacken. Manchmal ist's besser, die Karte nur offen zu legen. Ich sag's ja nur. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Das ist sehr interessant. Wir hätten also das Geld auch für uns nehmen können, oder was? Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Das macht natürlich Sinn. Wir hätten den desinfizieren können, also deinfizieren können, wie auch immer. Warum ausgerechnet die? Ach, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ihre bedeutet denen was. Er gehört übrigens zu den Valentinos, ne? Also wir hätten das Geld auch für uns nehmen können und dann hätten wir, 10.000 mehr und dann hätten wir die vielleicht überzeugen können, dass sie nicht mehr Geld haben wollen, dann hätten wir Profit gemacht. Dann wären aber natürlich die Militech angepisst gewesen. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anpisst. Maelstrom, kannst du dir nie sicher sein. Na los, kündige unseren Besuch an. Kenn euch nicht. Mach einfach die verfickte Tür auf. Ah ja? Habt ihr denn einen Scheißtermin? Sehe nämlich nichts in meinem Kalender. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum. Wir warten schon. Oha. Gemütlich. Ich wähle nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh, guck mal hier. Buddhismus und Cyberware, eine andere Sichtweise. Interviewer, den meisten von uns erscheinen die Regeln des Buddhismus gelinde gesagt rätselhaft. Wie erklärt man einem Durchschnittsbürger von Night City, warum Bhikkhu, wie sie sich weigern, kybernetische Technologien in ihre Körper zu implementieren? Mönch, es ist nicht so, dass wir uns weigern. Jeder Mensch hat das Recht zu entscheiden, was er mit seinem Körper tun möchte, solange diese Entscheidungen andere nicht schaden. Allerdings halten sich Bhikkhu an strenge Regeln wie den Verzicht auf Cyberware, um Erleuchtung zu erlangen. Aber wie erklären Sie das? Inwiefern beeinträchtigt die Kybernetik Ihren Pfad der Erleuchtung? Nun, es sind mehrere Dinge, aber vor allem Ihr vager, ungewisser Zustand. Anders kann ich es nicht in Worte fassen. Fragen Sie sich selbst, was ist ein Implantat? Ist es ein Teil Ihres Körpers, ein unpersönliches Objekt? Sie fragen mich, schätze, es kommt drauf an. Ganz genau. Bhikkhu beschränkt ihren Besitz auf eine Kutte, einen Schirm und eine Schale für Almosen. Alles andere ist nur Ablenkung, die Sie oder ihn an der Loslösung vom Leid der Welt hindert. Sagen wir zum Beispiel, dass eine synthetische Hand nur ebenso ist, eine Hand, Teil eines Körpers. Doch was, wenn ihr eine Uhr installiert ist oder eine Klinge? Ich glaube, jetzt verstehe ich. Man kann also keine klare Linie ziehen. Besitz, besonders derart persönlicher, wirkt ablenken und vernebelt den Verstand, wodurch diese der Erreichung wahren inneren Friedens entrissen wird. Ich denke, das Phänomen der Cyberpsychose ist dafür Beweis genug. Okay, interessant. Es sind ja tatsächlich viele Leute mit Mönchkutten unterwegs, sind dann wahrscheinlich wirklich die Gegner der Cyberware. Die freuen sich bestimmt, wenn ich denen hier ihre ganzen Daten klaue. Wirken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hier gefallen. Alles Militech. 100 Schläge pro Sekunde. Ja. Die Psychoborgs sind mit Militärhardware im Wert von Millionen verkrommt. Das kann ja heiter werden. Also sind das alles die Waren, die beim Angriff auf den Konvoi von Stroud von Militech mitgenommen haben?
Also schließt sich hier der Kreis. Wir haben definitiv die Sachen gefunden, die sie gestohlen haben. Und hier überall diese Symbole von denen. Was haben wir hier? Ist Cyberschose, Cyberpsychose heilbar? Ist Cyberpsychose heilbar? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Noch vor wenigen Jahren setzte man massenhaft die sogenannten Braindance-Therapien ein, um Kranke zu retten, ehe es zu spät ist. Dabei wurde der Patient auf einen speziellen Stuhl gesetzt und an ein Gerät geschlossen, das alle Implantate deaktivierte. Dann wurden Elektroden angebracht, worauf der Patient in einen Koma-ähnlichen Braindance-Sitzung versetzt wurde. Darauf folgten Medikamente, Psychochirurgie und Aversionstherapie. Diese Motoren... Jedenfalls wollen sie uns das weismachen. Also es gibt keine wirklich besseren Methoden, schätze ich mal. Wenn man wirklich so komplett durchdreht und seinen Geisteszustand komplett verliert, ist und bleibt man einfach geliefert. Das war echt mal eine Lebensmittelfabrik hier. Sieht man ziemlich gut. Entschuldigung. 75 Jahre Cyberware von Tsutsumi Takahashi. Lesen. Noch vor einem Jahrhundert war der Verlust eines Beins oder Arms eine Tragödie, denn es bedeutete, mit einer dauerhaften Behinderung, körperlichen Beeinträchtigungen und oft chronischen Schmerzen leben zu müssen. Zudem litten Menschen oft mit Behinderung oft unter Diskriminierung, und zwar bewusster und unbewusster. Heute ist der Verlust von Arm oder Bein nunmehr ein lästiges Übel, vorausgesetzt, der oder die Betroffene ist finanziell stabil. Ja, ist klar, ne, dass natürlich jetzt durch diese extrem leistungsfähigen Prothesen eigentlich ein künstlicher Arm gar nicht mehr so schlecht ist. Das ist ja so die Quintessenz der Cyberpunk-Welt hier in dem Spiel. Antipersonenmine, Schrappenhellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Dezent. Das kennen wir schon. Ja, also fassen wir mal zusammen. Mainstream ist verdammt gut ausgestattet, weil sie die ganze Militech-Waren haben. Ja. Allfoods, die Zukunft von Fleisch. Allfoods-Produkte sind nicht nur gesund und nahrhaft, sie sind unsere Zukunft. Schon bald bringt Allfood eine neue Produktreihe auf den Markt, die ideale Ergänzung zu Itzybeef sein wird. Die neuen Fleischprodukte basieren auf Plattwurmkulturen, die nach gewissermaßen den Stoffwechsel ankurbeln, Gewichtszunahme entgegenwirken und den Verdauungstrakt entgiften. Wir glauben fest daran, dass die Plattwurm-Initiative Allfoods nächste erfolgreiche Generation Fleischprodukte einleiten wird. Aber wahrscheinlich bevor hier die ganzen Mainstreamer reingegangen sind, oder? Handbuch einer Solo-Legende von Morgan Blackhand. Das kennen wir doch auch, oder? Das kennen wir doch auch schon. Ja, kann ich euch mal einen davon zeigen hier? Sieht man die ganz gut, wie die aussehen? Das ist halt echt eklig, ne? Das sind so ziemlich die ekelhaftesten von ganz Cyberpunk. Dem fehlt einfach der Unterkiefer. Na gut. Da sind mir die Valentinos dann doch lieber. Denkt dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Ich wechsle mal eben wieder das Headset. Ja, einen Moment bitte. Bist du taub, verdammt?
Es ist halt wirklich Fluch und Segen gleichzeitig, ne? Beim einen tut die Ohren weh, beim anderen tut oben der Schädel weh, ist alles irgendwie Mist. Bist du taub, verdammt? Ja, ja, Flathead. Ihr habt einen Bot. Modell MT-0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Break schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. No, du redest mit mir. Mein Name ist Dumdum. Aufs Sofa. Setzen. Danke, brauche ich nicht. Keine macht den Drogen, was, Prinzesschen? Hier ist er, der Flathead, Modell MT-0D12. Militech wird nicht danach suchen. Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt. Kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Wird reichen müssen. Du bist aber scheiße wählerisch. Dann her mit dem Geld. Break hat es. Alles schon bezahlt. Break hat es. Also ich sehe Brickfink hier nirgendwo. Du etwa? Hab dich was gefragt? Scheiß auf Break. Machen wir einen neuen Deal. Ha! Sehr guter Geschäftssinn. Also gut, du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Bist du etwa taub? Chill mal. Hier sind sie. Einfach so? Ohne mit der Wimper zu zucken? Ich geb dir den Chip, du mir den Bot. Ganz easy, ohne Komplikationen. Sieh sich eine diese verdammte Pfadfinderin an! Kennst den Club-Kodex voll auswendig, was? Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacifica gefickt hat. Missgeburt! Du bist tot!
Kontrollsplitter. Schnell! Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Ist er jetzt tot? Ja, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben jetzt nicht mit dem Dings bezahlt. Ich weiß jetzt nicht, ob das schlimm ist, dass wir nicht die, ihr wisst schon, ne? Wir haben jetzt nicht für die Militech den Auftrag richtig erfüllt. Hab alles. Bord und Steuerung. Aber es hat jetzt gerade die Situation einfach zu gut gepasst, oder nicht? Oh Mann, also die sind schon echt eklig, die Typen, ne? Was haben wir hier? Neues Item erhalten, okay. Hier. Bart Moss ist schuld von Buckbeer? Keine Ahnung. Wenn ich mir vorstelle, wie das Net vor Bart Moss war, sehe ich 1000 potenzielle Bedrohungen und 1000 Möglichkeiten. Natürlich war das Gesamtsystem völlig instabil. Konzernrunner an einem Ende. Unberechenbare Nachkriegs-KIs am anderen. Es war kein Wunder, dass die Finanzmärkte in den Keller rutschten, Virusmutationen die Runde machten und Runner ab und an in ihrem Wohnzimmer frittiert wurden. Bart Moss sah das Net als Granate, die nur darauf wartete, dass endlich jemand den Stift zieht, und genau das tat er am Ende. Scheiß drauf, oder? Soll die Welt ruhig brennen. Bart Moss hat das System gefickt und alle gleich mit. Okay. Warum aufheben Y? Ich will den nicht mitnehmen. Ist er denn jetzt tot? Haben wir den jetzt umgebracht? Ich habe keine Ahnung. Meine Pistole ist irgendwie weg, kann das sein? Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war jetzt. Das war jetzt tatsächlich sehr, sehr spontan. Chaos. Die ist gut. Oh shit, ey. Ich weiß halt nicht, ob das eine gute Entscheidung war. Ich habe keine Ahnung. Nachrichten 2. Von Harem Goldenbaum an Lucius Soren. Ich habe gehört, du bist eine gute Ware gekommen, die du selbst behalten willst. Ich respektiere dich, Lucius. Ein Mann braucht Ambition, aber das ist eine Nummer zu groß für dich. Die Ware ist heiß und wenn du sie nicht schnellstens loswirst, verbrennst du dir die Finger. Royce. Royce ist ein Raubtier. Lass uns eine Sekunde aus den Augen und er zerquetscht dir die Luftröhre wie eine Dose Bier. Mein Rat, eine Kugel in den Kopf. Am besten von hinten. Ist das Risiko wert? Okay. Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Gibt's keinen anderen Weg? Ich fürchte nicht. Aber hier ist noch ein Computer. 5 Nachrichten. Dringend. Marketingsproblem. Okay, hier geht es jetzt um die Produktion, Nährstoffgehalt, Zusammensetzung und so. Pastenprodukte schneiden auch schon schlechter bei jüngeren Konsumenten ab und so weiter und so fort. Immer noch wegen dem Marketingproblem. Ja, auch geil. Irgendwelche dreckige Werbung. Forever Young, ewige Jugend. Brauchst du Schutz. Aber auch geil, dass das einfach wieder so Remote übernehmen. Ausschalten. Okay. Jetzt haben wir schon wieder Geld bekommen. Dankeschön für das Geld. Wo geht's lang? Hier hoch, okay.
Ach so. Breach-Protokoll 55, nee, 55, E9, 55, E9, 55, ach Mann. What? Holy shit, Leute, holy shit, holy shit. Thank you.
What the fuck? Okay. Holy shit. Entkomme. Holy shit. Holy shit, holy shit, holy shit. Okay. So, eine Sache können wir noch machen. Die Mission habe ich schon gemacht übrigens. Ne? Nicht, dass ihr denkt, die ist blind. Die ist nicht blind. Ich habe auch schon die Partnerin getroffen. Ne? Also die Mission hier kenne ich schon. Wir können noch jemanden befreien, nämlich Brick, von dem wir auch was gelesen haben in der einen Nachricht. Die Psychos von MaxTech. Es ist ihre Aufgabe, uns zu beschützen, wenn ein psychotischer Killer die Stadt durchstreift. Wenn ein durchschnittlicher Bürger Bürohengst an seinem Arbeitsplatz durchknallt, sind sie es, die ihn einpacken und in der Klapsmühle abliefern sollen. Sie sollen dafür sorgen, dass wir uns in einer wahnsinnigen Welt sicher fühlen. Aber seien wir mal ehrlich, habt ihr euch in Gegenwart von MaxTech je sicher gefühlt? Die Mainstream-Medien verschweigen, dass 90% aller MaxTech-Interventionen mit der Tötung des Cyberpsychos enden. Und wenn man MaxTech mit diesen Zahlen konfrontiert, lautet die offizielle Antwort, dass nur im äußersten Notfall Leben genommen werden. Also MaxTech sind ja tatsächlich die Leute, die im Trailer da waren, oder? Ich sag's schon zum zweiten Mal, aber ich meine, das wäre so. So, und zwar ist Brick hier drin. Da sitzt er. Aber wir brauchen einen Code. Und der Code ist ganz schön simpel zu finden, nämlich Zünder. Falle deaktiviert. Ich denke mal, es war schon mal notwendig. Öffnen. Und ich glaube, hier drin war doch der Code, oder? Marketing, Marketing, Betrugswarnung. Nur ihr wisst es. Ah ja, der Code lautet 9691. Dann können wir den nämlich hier befreien. 9691. Ah, okay, das war ja die Laserfalle, die da aktiv war. Hallo, Brick. Was? Sind irgendwie deinetwegen hier. Tech abholen, die Dex von dir gekauft hat. Solltet ihr mich befreien? Nö. Nur den Bot abholen. Das klingt nach Dex. Das ist der alte Chef. Ach so, das ist Brick. Das ist der, der von Royce gestürzt wurde. Und damit ist er doch jetzt wieder an der Macht, oder? Bitteschön. Sieht aus, als hätten wir deine Haut gerettet. Hombre, du schuldest uns was. Mach mal langsam. Ich kümmere mich drum, aber gerade ist es echt schlecht. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich daran erinnern. Okay. Der ist mir schon mal sympathischer als Royce. Und du kommst sicher klar? Das ist mein Zuhause. Mach dir keinen Kopf. Okay. Gut, haben wir Brick gerettet. Geil. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier noch mehr Gegner finden. Ich erwarte mal nein. Jetzt würde ich fast sagen, wir spielen wirklich mit Pistole, ne? Das war richtig geil vom Gameplay her gerade. Das hat richtig Spaß gemacht. Okay, wir nehmen alles mit, was wir jetzt auf die Schnelle finden können. Voll geil, das ist ja vor allen Dingen so eine komische Techno-Waffe. Das ist ja gar keine herkömmliche Waffe.
Was ist das für eine komische Einblendung da rechts? Hallo? Okay. Ich glaube, die wären nicht mehr weggegangen, bis wir die Waffe genommen hätten. Yo, jetzt haben wir natürlich mega viel neues Zeug gefunden. Guckt euch das mal an hier. Die ist einfach mal viel besser mit ihren ganzen Nieten. Aber wirklich viel, viel besser. Und auch lila. Nur sicher in der Nähe von Leuten, die keine organischen Augen mehr haben. Was? Mainstream-Nietenjacke, na toll. Mods. Erhöht die kritische Trefferchance. Da ist sogar eine Mod drin. Das ist nice. Hier haben wir nur so komische Masken und so ein Shit. Schlechter. Da haben wir, glaube ich, nicht... Moment, was war das da gerade? Ach, jetzt hier bekommt man diesen Netrunner-Anzug. Der ist nämlich voll schick. Wenn man keine andere Klamotten anhat, außer ihn. Aber du bist mega gut. Hosen, vielleicht was besser. Ja, du bist besser, das ist schon mal cool. Auch wenn die mega Maelstrom ist. Okay, wie sieht es mit Schuhen aus? Okay. Die Hose ist aber echt porthässlich, ne? Wir ziehen mal die an. Die sieht aus wie so eine richtige Bikerin. Wie gesagt, ich gehe nicht nur nach Werten, sondern auch ein bisschen nach der Optik. So, Inventar. Können wir wieder ein paar Waffen zerlegen? Okay. Ja, jetzt wird Militech sicherlich nicht ganz so happy sein, oder? Buddhismus und Cyberware. Warum finden wir so oft die gleichen Sachen? Das schockiert mich. Manche von uns sind nicht übel. Lass uns reden. Okay. Da sind ganz viele da hinten noch, ne? Also wir haben noch einiges vor uns. Nice, danke, danke, danke. Auch noch was zum Heilen. Noch mehr Granaten, noch mehr Heilung, noch mehr Munition. Das ist aber alles sehr nett gerade. Noch mehr Heilung. Das war jetzt aber sehr großzügig hier. Verschlossen. Da
Danke, Kollegen. Ja, aber da seht ihr mal wieder, dass die Hauptstory gar nicht so schwierig ist, ne? Dass tatsächlich eher diese Nebenaufgaben waren. Oh Mann. Ja, ja, okay. Der sah aber schon aus wie Netrunner, ne? Okay, okay, okay. Also insgesamt ist die Übergabe so ein bisschen geplatzt. So richtig geklappt hat es ja nicht. Haben wir ein besseres Sturmgewehr? Wir haben natürlich ein besseres Sturmgewehr. Es ist wieder ein Cuphead. Es ist halt ein bisschen doof, wie gesagt, mit den ganzen... Ja. Aber die Pistole, kann ich die jetzt eigentlich hier... Herstellung, kann ich die jetzt verbessern? Das ist ja Chaos, das ist meine. Die ist blockiert, die kann ich nicht verbessern, oder? Blockiert. Weil die aber auch irgendwie so eine legendäre Item-Komponente braucht. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Gut, dann können wir gerne mal ein paar Waffen zerlegen. Zack, 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 zack. Und dann würde ich fast sagen, wir spielen mit Pistole, Leute. Komm schon, wie? Lass uns verschwinden! Mit Maelstrom? Kann nie gut enden, was? Sieht aus, als hättet ihr zwei Glück gehabt. Was ist mit Stout passiert? Sie hat auf die Falschen gesetzt. Ihre Zeit ist abgelaufen. Ganz einfach. Kurz gesagt, du wirst sie nie wiedersehen. Wir sind fertig hier. Und drin wirst du kaum was rausfinden. Leichen sind etwas mundfaul. Du würdest dich wundern. Ich bin mir sicher, ich finde was. War mir ein Vergnügen. Okay, damit ist Stroud aus dem Weg geräumt und wir haben die Dollars eingesackt. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Ich auch nicht. Wir sind ein gutes Team, Jack. Das glaube ich auch. Ich bereue es jedenfalls nicht, mein Leben umgekrempelt zu haben. Das ist der süße Geschmack des Erfolgs, meine Liebe. Sag Dex, dass wir sein Spielzeug haben. Dann triff mich im Afterlife zum Feiern. Ay luego, wie? Ay luego. Okay, interessant. Bei der anderen Variante, wenn wir ihm... Wie sieht's aus, Miss V? Hab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war's scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Wie haben sie an? Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Also hast du den Flathead mit Konzerngeld bezahlt? Nein. Dachte mir, dass ich die Eddies selbst gebrauchen kann. Hab mir nur den Bot geschnappt.
Einfach so? Nicht einfach so. Mit bisschen Gewalt. Du hast was drauf, Miss V. Was ist mit dem Treffen mit Evelyn Parker? Darum kümmere ich mich noch. Ohne das Treffen hast du keine Chance, an den Chip ranzukommen. Parker wartet auf dich im Lizzie's. Viel Glück. Okay. Geil. Level up, Stufe 6. Oh. So, jetzt können wir ja, wenn wir jetzt wissen, dass wir auf Pistole gehen wollen, dann können wir eigentlich jetzt hier in Handfeuerwaffen reingehen und einfach mal sagen, yo, kritische Trefferchance erhöhen. Und wir können jetzt generell ja, Moment, Handfeuerwaffen, dann können wir das hier ja erhöhen. Die zwei Werte, weil dann können wir ja jetzt hier erhöhten Schaden von Pistolen und Revolvern. Erhöht den Schadensmultiplikator für Kopfschüsse. So, dann müssen wir jetzt halt nur uns auch treu bleiben, ne? Okay, cool. Die Kundin fehlt da noch, theoretisch. Und dann hätten wir soweit alles fertig. Aber wir wollten jetzt mal gucken wegen Nebenaufgaben. Also erstmal Junk verkaufen. Ja. Weg. Ikonisch wollen wir behalten, ne? Dying Knight. Wegen Dying Light oder was? Weg, weg. Ist ausgerüstet. Weg. Weg. Weg, weg. Was wir halt machen könnten, wir könnten unsere Schulden bezahlen. Wir hätten jetzt genug Geld, um Vic unsere Schulden zu begleichen. Das wäre vielleicht eigentlich mal ein ganz cooler Zug. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen positiven Effekt hat, ob das wirklich egal ist. Das könnte man theoretisch noch ausprobieren. Hier haben wir eine Verbrechermeldung, das könnten wir noch schnell machen. Da haben wir einen Überfall, da haben wir noch einen Überfall, da haben wir eine Sidequest. SOS, Söldner gesucht, rette die Person, okay. Ja, es gibt halt unendlich viel zu tun irgendwie, ne? Genau das wollte ich. Hallo Auto, voll lieb von dir. Ja, es ist ganz schön kaputt. Na gut. Kann ich nicht einfach hier lang fahren oder? Ich verstehe, das Problem ist es unter mir. Archer. Was geht mit euch hier ab? Von Maelstrom. Okay. Ich hinterfrag mal nicht, was da abgeht. Okay, hier geht wieder so voll der Deal ab gerade. 1C55. No problemo. Da ist eine Drohne. What the fuck? Vor der habe ich jetzt gerade echt Angst, ne?
Nein! Ich find's schön, dass man immer, wenn man stirbt, nochmal so einen irgendeinen Fähigkeitsaufstieg bekommt. Als würde das einem irgendwas bringen. Mega dumm. Na gut, ja. What? Ich will das einfach genauso nochmal machen. Okay, ich glaube, wir brauchen hier Antenne. Finde die Antenne, okay. Du hast was Lilanes? Oh, epische Komponenten, danke. Und die Musik ist so mega übertrieben einfach, ne? Verschlossen. Okay, dann müssen wir jetzt einmal hoch zur Antenne. Okay, das ist dann die Antenne. Cool. Mission abgeschlossen. Könnt ihr vergessen, hier eure schönen Antennen überall hinzustellen? Archiviertes Gespräch. Okay, ich bin bei der Antenne. Was jetzt? Wie ich gesagt habe, schieb den dreckigen Splitter in den Schlitz unter der Abdeckung und du bist dabei. Schön und gut. Nur ist da kein Schlitz zu sehen. Hm, siehst du den Modellnamen? Ja, okay, was steht da? Eine Sekunde, guck mal links unten, da sollte eine Abdeckplatte abmachbar sein. Okay, ja, sauber, viel Glück, okay. Dann haben die Antenne manipuliert, aber damit ist jetzt Schluss. Nix da mehr Antenne manipulieren hier. Okay. Schön. So schnell kann es gehen, ne? Da haben wir mal eben noch so ein paar Nebenaktivitäten gemacht. Lass mich mal auf die Karte gucken. Gefahr hoch. Nee. Eine Frage der Ehre. Die können wir im Journal sehen. Die ist wahrscheinlich auch zu schwer, oder? Eine Frage der Ehre. Mittel. Die können wir machen. Frag auf dem Markt nach Anna Hamill oder Hemmel. Finde Anna Hemmel. Eine Frage der Ehre. Was ist denn dazu der Text? Ach, das mit dem Kopf. Okay, dieser Polizist, der nicht umgebracht, sondern nur aus dem Weg geräumt werden soll. Ich verstehe. Das war ungeplant. Aber ganz ehrlich, wir haben so viel Heilzeug, da müssen wir uns wirklich keine Sorgen machen.
So. Dann machen wir eine Pause und beim nächsten Mal starten wir durch mit den Informationen von Anna Hamill und werden die dann hoffentlich auch finden. Und von mir aus machen wir danach dann die Kunden oder wir gucken mal, was wir auf dem Weg dahin. Hier ist ja noch was. Die Kunden. Ja, okay. Dass wir dann vielleicht... Ja, dann einfach hier zum Afterlife gehen. Ach Quatsch, zum Lizzies gehen. Wie gesagt, wir machen das Ganze so ein bisschen so, wie es passt. Ich würde jetzt nicht gezielt nur Nebenaufgaben machen. Irgendwie sowas war so ein Misch aus beidem. Wir können ja nachher immer noch Nebenaufgaben abfarmen. Aber so, dass wir eben jetzt auch die Hauptaufgabe nicht komplett aus dem Blick verlieren und beim nächsten Mal dann auf jeden Fall auch die Kunden machen. Nochmal für euch zur Erklärung. Die Kunden heißt im Nachhinein, dass wir die Person treffen, die Dexter den Job gegeben hat, diesen Chip zu stehlen. Ne? Also sozusagen den Ursprung. Die Person, die eigentlich hinter dem Auftrag steckt, weil Dexter ja eigentlich nur ein Vermittler ist. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Cyberpunk 2077. Wir speichern und so. Ich freue mich drauf. Ciao.